Moadim Lesimcha. Nachdem wir 7 Tage lang Sukkot gefeiert, der Feiertag, wo die Tora bezeichnet als Zman Simchatenu, Zeit für unsere Freude, kommt dem Feiertag von Simchat Torah, die höchsten Feier im ganzen Jahr, den feierlichen Feier im ganzen Jahr. Am Feiertag von Simchat Torah lesen wir den letzten Wochenabschnitt aus dem Torah aus 5 Bücher Mose in der Synagoge. Und mit dem beendet auch der Jahreszyklus, wo wir jeden Schabbat einen Abschnitt gelesen haben und jetzt wird es zu Ende. Am letzten Wochenabschnitt erzählte uns die Torah, wie der Generation, die aus Ägypten befreit sind, die Menschen, die am Berg Sinai die 10 Gebote von Gott gehört haben, der Generation, der 40 Jahre lang mit Mann, also mit Manna aus dem Himmel ernährt sind, die starben alle. Sogar Moses selber starb und Gott hat ihm selber beerdigt. Und dann geht es los. Dann sollen wir uns freuen, sollen wir tanzen mit dem Torah und sollen wir uns Freude haben. Und wenn Sie sich fragen, wie schaffen wir es, nach so einem emotionalen Parasha, nach so einem emotionalen Wochenabschnitt zu feiern? Die Antwort wird man gerne auf 2 teilen. Zuerst, nachdem wir den letzten Abschnitt gelesen haben, es ist kein Ende. Wir holen uns gerne einen 2. Tora-Rolle oder falls die Synagoge nur einen hat, rollen wir den kompletten Rolle wieder zurück und wir beginnen wieder von vorne an von Bereshit, von Schöpfung dieses Welt und am Anfang schuf Gott dieses ganzen Welt. Demnach kommt sogar nicht nur ein neuer Anfang in der Tora, sondern wir lesen aus dem Propheten den 1. Kapitel, der erzählt, wie die jüdischen Volk endlich wieder zurückkehrten zum heiligen versprochenen Land und wie die Juden wieder dieses Land erobert und wie dieses Land wieder durch jüdische Menschen besetzt war. Ja, ein Ende, ein Trauer, ein Tod ist schrecklich, ist emotional sehr, sehr, sehr schwer. Aber im Judentum, ein Ende ist kein Ende, sondern ein Platz für einen neuen Anfang. Und das Zweite ist, wir feiern und wir tanzen und wir freuen uns mit dem Tora-Rolle. Nicht wie die offen ist, sondern wenn die Tora-Rolle geschlossen. Weil wir freuen uns nicht nur über das Inhalt, wir freuen uns, dass wir Juden sind, dass wir die Tora-Rolle von Gott bekommen haben, dass wir dazugehören. Und das ist nicht so wichtig an dem Feiertag, ob jemanden ist gelernten oder nicht, ob jemanden weiß den Inhalt, was dort geschrieben ist oder nicht ganz so, sondern die Zugehörigkeiten, die Zusammengehörigkeiten, das ist unsere größte Freude. Und deshalb den Tanz und der Freude wird nicht mit einem besonderen Abschnitt und besonderen Vortrag und Lehre aus dem Torah, sondern gerade mit dem geschlossenen Torah-Rolle, wo wir allen eigentlich gleich sind. Simchat Torah dieses Jahr. Nach dem jüdischen Kalender genau 1 Jahr nach dem schrecklichen Terroranschlag vom 7. Oktober 23. Ein Tag, wo wir allen vielen Emotionen haben. Ein Tag,
wo wir uns gedenken an die 1200 ermordeten Menschen. Ein Tag, wo wir allen beten für die über 100 Entführte, die noch immer in schrecklichen Händen von Terroristen sind. Ein Tag, wo wir sind voll mit Hoffnung, Zuversicht und Sicherheit. Ein Tag, wo wir wissen und sicher sind, dass Gott werden sicherlich von diesem schrecklichen Ende einen neuen Beginn machen. Ein Tag, wo wir sollen sicher sein, dass von hier werden sicherlich nur bessere und gute Zeiten für die jüdischen Volk geben. Und vor allem, ein Tag, wie wir allen sollen in der Synagoge feiern und freuen, dass wir sind stolzen Juden sind, dass wir gehören zu dem jüdischen Volk und zu dem jüdischen Religion, dass wir haben die Tora und dass wir vertrauen Gott. Und deshalb lassen Sie uns allen in die Synagoge gehen, lassen Sie uns allen am Simchat Torah beides zu meistern, zu gedenken und zu feiern und beten zum Gott. Das liebe Gott soll uns allen, den jüdischen Volk, dem Land Israel und vor allem dem ganzen Welt endlich eine ruhige Zeit, eine friedliche Zeit, eine gute Zeit bringen. Für uns allen, für die Menschheit. Gut Yontev, Chag Sameach.